Es gibt Frauen, die sagen uns heute unter den Muslimat: Was, wenn ich jetzt kein Kopftuch trage? Wenn ich jetzt kein Hijab trage? Ich kann trotzdem eine gute Muslima sein. Das hören wir viel heutzutage. Das ist ihre Ansicht. Niemand hat ihr das gesagt, außer der Shaitan, der Satan. Woher hat sie das? Du fragst sie, hast du diese Aussage im Koran gefunden? Sie wird es nicht finden. Hast du diese Aussage in der Sunna gefunden? Sie wird es nicht finden. Aber wir sagen ihr das Gegenteil. Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Sharru nisaikum, die übelsten unter euren Frauen. Höre, was die Muslima sagt. Sie sagt, ich kann doch auch so eine gute Muslima sein, wenn ich auch nicht bedeckt bin. Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt. Sharru nisaikum al-mutaballijat al-mutakhayilat yani al-mutakabbira hunna al-munafiqat. Die schlimmsten, übelsten unter euren Frauen sind diejenigen, die freizügig herumlaufen, sich nicht bedecken. Und die hochmütig sind, sie sind die Heuchlerinnen. Willst du mir nochmal sagen, Schwester, dass du eine gute Muslima bist? Während der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die übelsten Frauen, und es ist deine Wahl, ihm zu folgen oder deinen eigenen Gelüsten zu folgen, nur wisse, der Prophet Muhammad s.a.w. spricht nicht aus Begierde, sondern er spricht mit der Wahrheit Allahs azza wa jal, und du wirst einen Irrweg eingehen, wenn du ihm nicht gehorchst. Und damit man das klar versteht, sie sind die Heuchlerinnen, bedeutet nicht die große Heuchelei, die einem aus dem Islam heraus befördert, sondern das ist die Heuchelei, die ähnlich ist den Taten gegenüber den Heuchlerinnen. Möge Allah azza wa jal unsere Schwestern bewahren.